Was habe ich mit euch vor? Zum einen, ich möchte ganz gerne so einen Überblick geben, okay, Rechtspopulismus als Strategie, was bedeutet das konkret? Dafür müssen wir ein bisschen zurückschauen in die Geschichte der AfD, wie ist das Ganze entstanden, wie sind die gestartet, mal schauen, welche Einblicke man bekommen kann, wenn es darum geht, in welchen Netzwerken bewegt sich die AfD, wie sie jetzt ist und wie prägt das ihre Politik. Und dann würde ich ganz gerne einen Ausblick wagen, welche Potenziale hat denn die AfD im Moment? Zugegebenermaßen, ich stehe hier als Wissenschaftler und da sind Zukunftsprognosen immer ein bisschen in die Glaskugel geguckt. Deswegen werde ich mit euch eher Szenarien diskutieren, die ich mir vorstellen könnte, ohne jetzt zu behaupten, ich hätte ein abschließendes Bild, wie alles werden wird. Das sozusagen als ganz kurzer Durchgang. Um ein bisschen schon mal einen Einblick zu bekommen, wovon wir reden, habe ich euch hier eine kleine Grafik gebastelt mit zwei Zitaten von Hans-Olaf Henkel, der eine zentrale Rolle bei der Gründung spielt, aber früher BDI-Chef, da kennt ihr noch der ein oder andere, der eben sagte, naja, in der Jungen Freiheit, einem durchaus ja auch einschlägig bekannten Blatt, hatte sich noch 2013 beschwert, man würde versuchen, die AfD regelrecht fertig zu machen, indem man sie in die rechte Ecke drückt. Und jetzt hätte man erstmals endlich eine Partei, deren Führungspersonal wirklich etwas von der Sache, was auch immer die Sache ist. Das ist auch ein beliebtes Muster, das die AfD, aber auch Rechtspopulisten insgesamt prägt. Da gibt es sozusagen die unfähige Politik, die da oben, und dann gibt es die, die wissen wirklich, was Sache ist. Und wenn ein paar Professoren sich zusammentun und eine Partei gründen, kann da ja nur was Vernünftiges bei rauskommen. Auch wieder, die AfD würde als rückwärtsgewandt diffamiert. In Wahrheit, so Henkel zu dem Zeitpunkt, sei das natürlich die einzige fortschrittliche Partei, die sozusagen das, was die Politik nur noch exekutiert, jetzt auch mal neu zu denken wagt. Genau. Und irgendwie ein paar Jahre später, beziehungsweise ja doch zwei Jahre später, kommt ihr dann eigentlich zu dem Schluss, wir haben ein richtiges Monster erschaffen. Zu dem Zeitpunkt war er auch dann nicht mehr in der AfD, sondern der eine oder andere hat es mitgekriegt, seit Juli haben wir auch noch die Alpha mit dem gleichen Parteigründer und Spiritus Rector wie vormals die AfD, Bernd Lucke. Henkel ist ihm sozusagen in der Brüsseler Fraktion aus der AfD in die Alpha gefolgt. Wie kam es dazu? Ich habe hier einfach mal ein paar Fragen, die sich da zu dem ganzen Prozess stellen, formuliert. Erstmal, ist das noch die gleiche Partei? Offensichtlich nicht, es fehlen ja offensichtlich Köpfe. Zum Zweiten, wie kommt das? Lässt sich das durch irgendwelche Kräfte, die auf die Partei wirkten oder gewirkt haben, erklären? Drittens, die große Frage, die sich alle stellen, die sich mit der AfD auseinandersetzen. Bislang, das ist in der Politikwissenschaft in Deutschland sozusagen eine der Standardfragen, warum schaffen es in anderen europäischen Ländern rechtspopulistische Parteien relativ einfach Fuß zu fassen? Und warum haben sich bislang in Deutschland, man denke an Versuche, das Ganze zu etablieren, wie die Schill-Partei oder so, sich meistens als Eintagsfliegen erwiesen oder sind nie richtig erfolgreich geworden? Also die einen Politikwissenschaftler zählen da auch die DVU rein. Ich würde die DVU nicht unter rechtspopulistisch, sondern eigentlich unter klar rechtsextrem verorten. Das ist aber, wie vieles in der Politikwissenschaft, gerade wenn es um das Thema Rechtsextremismus bzw. extreme Rechte geht, immer auch ein bisschen Ansichtssache. Ich möchte auch, das sage ich gleich vorweg, hier gar nicht groß in die Theoriediskussion reingehen. Dafür reichen A, eine Dreiviertelstunde nicht und es ist auch nicht wahnsinnig zielführend. Wo es wichtig ist, kann ich das, glaube ich, entweder in der Diskussion klären oder hier am Rande ansprechen. Und nicht außen vor lassen möchte ich auch den Punkt, der eingangs gesprochen wurde. Okay, wir haben hier vielleicht eine Partei, die mit einer speziellen Methode, die man als rechtspopulistisch charakterisieren kann, Erfolg hat. Was könnte man denn sinnvollerweise tun, um was dagegen zu machen? Auch das wäre ein Punkt, den ich ganz gerne in die Diskussion stecken möchte. Gut, schauen wir mal uns die Stationen an, die ich so beobachten würde. Die gesamte Gründungsgeschichte der AfD ist im Grunde genommen eine Geschichte einer akuten Krise, die in diesem professoralen Bereich zu einer Menge Kritik an der Art, wie Politik funktioniert hat, geführt hat. Also wir haben da eben erst die große Finanzkrise, dann darauf die Staatsschuldenkrise und die Eurokrise. Diese Aufeinanderfolge von Krisen hat letztendlich dazu geführt, dass eine große Unzufriedenheit mit bestimmten Strukturen in der Politik auch unter nicht rechten Ökonomen herrschte, die eher dem wirtschaftsliberalen Spektrum zuzuordnen sind.
Bernd Lucke als Mensch, der da sozusagen Vorbereitungsarbeit schon geleistet hatte, ist selber eigentlich eher auch ein Konservativer, hatte damals aber auch noch einige liberale Ökonomen mit im Boot und hat sich dann sozusagen auf die Suche nach Verbindung gemacht. Dabei haben ihm einige Faktoren in die Karten gespielt. Zum einen, wir hatten schon hier in Deutschland ein paar Jahre zuvor eine Debatte, wo es sehr, sehr stark um rechtspopulistisch aufladbare Themen ging. Die Sarrazin-Debatte ist wahrscheinlich jedem bekannt, also dieses Buch Deutschland schafft sich ab, von einem Autor, der sich beschwert, dass man in Deutschland seine Meinung nicht frei sagen darf. Es ist etwas ironisch, wenn man einen Millionen-Bestseller verkaufen kann, also offensichtlich ist das durchaus doch noch möglich. Aber unterm Strich zwei große Themen, die sozusagen nach rechts durchaus anknüpfungsfähig sind. Erstens eine angeblich unterdrückte Meinung, wenn man sich nicht der Norm unterwirft. Und zum Zweiten so eine Grundsorge um den Fortbestand der wie auch immer definierten deutschen Kultur. Das ist sozusagen vor dem Hintergrund dieser generellen Politikkritik die Melange, aus der sich die Gründung der AfD ein bisschen speiste. Mit ins Zeug gespielt hat natürlich auch, das zieht sich sozusagen zeitlich durch, deswegen ist dieser Balken etwas länger, die Tatsache, dass die Union sehr, sehr viele Positionen, die man vorher eingenommen hatte, gerade in der Familienpolitik, sukzessive geräumt hat in den vergangenen Jahren und da politisch Platz frei wurde für eine neue Parteigründung. Das Dritte, auch eine wichtige Sache dafür für den Anfangserfolg der AfD, über den wir gleich sprechen, eine FDP, die sich in Regierungsverantwortung so abgenutzt hatte, dass erstens sämtliche Wirtschaftsliberalen oder auch Libertären, also noch härter liberalen Kräfte sozusagen, davon abgewandt hatten und die zum Zweiten auch in der Wählerschaft nicht mehr glaubwürdig war und deswegen nicht mehr mobilisieren konnte. Diese Konstellation zusammen war im Grunde genommen der Punkt, warum man es dann schaffte, kurz vor der Bundestagswahl, im Endeffekt 5 Monate vorher, die AfD mehr oder weniger von oben dekretiert aus dem Boden zu stampfen. Man war dann wirklich auch sehr schnell und hat es auch hingekriegt, in sehr, sehr vielen Wahlkreisen anzutreten und hat mit den 4,7% dann auch ein überraschendes Ergebnis hingelegt bei der Bundestagswahl. Über die weiteren Schritte sprechen wir gleich. Wichtig ist, nach diesem Wahlerfolg hat sich dann zunächst mal innerhalb der AfD eine Debatte entsponnen, die letztlich zur Spaltung führte. Und jetzt, und das ist für mich der dritte zentrale Punkt, sind wir in einem neuen Kapitel der AfD, nämlich der AfD, die von dem derzeit massiv profitiert, was als Flüchtlingsdebatte gegenwärtig läuft. Wie gesagt, ich habe hier mal aufgeführt, was passiert in dieser Gründungszeit. Wir hatten erstens schon ab 2010 diese liberale Kritik. Es haben sich dann Vorformen gebildet, wie das Plenum der Ökonomen oder Bündnis Bürgerwille. Bei beidem hatte Lucke seine Finger mehr oder weniger im Spiel. Er hatte schon mit Konrad Adam zusammen diese Wahlalternative 2013 gegründet. Die hat sich aber mehr oder weniger nicht durchgesetzt. Das war zu stark Bürgerbewegung, zu wenig Partei. Und dementsprechend musste dann ein neuer Ansatz gefunden werden. Den hat er mit der Gründung der AfD im April 2013 gefunden. Ich habe eben schon erwähnt, man hat, was eine wichtige Geschichte ist, wenn es darum geht, warum ist die AfD erfolgreicher als andere. Es geschafft, nicht als kleine regionale Partei zu starten, wie man das zum Beispiel bei der Schill-Partei, Partei rechtsstaatliche Offensive hatte, sondern man war schon im Endeffekt bundesweit aufgestellt und konnte so dann natürlich auch anders mobilisieren. Hatte es geschafft, auch einen anderen Personalpool zur Verfügung zu haben. Und auch wenn es bei der AfD immer eine Show um wenige Personen mit Lucke im Zentrum war, man hatte nicht nur eine namhafte Persönlichkeit, wie im Falle Schill-Partei den Richter Gnadenlos, sondern eben durchaus honorige und auch in bestimmten Teilen der Fachszene, sagen wir mal, gut akzeptierte Professoren an seiner Seite. Ich habe euch hier mal zusammengestellt, wie sich denn die Mitgliederzahlen so entwickelt haben. Also diese 10.000 bei Gründung, das kann AfD-Legendenbildung sein. Dazu gibt es keine richtig verlässliche Zahl. Die haben das im Zuge des Parteitags so mehr oder weniger in den Raum gestellt. Ich halte es für durchaus möglich, auch angesichts der Tatsache, wie viele Listen da zustande kamen. Wenn man sich anschaut, wie viel waren das schon am Ende 2013, ist das durchaus ein sehr relevanter Aufstieg. Und im Juli, bevor sich die Partei nochmal gespaltet hat, war man immerhin bei 22.000. Das ist durchaus so im Bereich ein Drittel bis die Hälfte kleinerer Parteien. Also das ist schon eine relevante Größe.
Und auch da sind wir schon ein bisschen beim Thema Rechtspopulismus. Hier auf der linken Seite seht ihr Konrad Adam, seines Zeichens ein sehr rechtskonservativer Publizist, der auch neben, sagen wir mal, unverdächtigen Blättern wie der Frankfurter Allgemeinen und der Welt sich gerne auch in anderen Zeitungen des rechten Randes zu Wort gemeldet hat. Und ab da kann eigentlich schon von der Legendenbildung, die AfD sei am Anfang überhaupt keine rechte Partei gewesen, wie es gerne mal erzählt wurde, sondern wir sind praktisch eine Partei für alle, das hat sie gerne damals propagiert, nur eben die Partei mit dem Mut zur Wahrheit. Ich kann glücklicherweise hier die Anführungszeichen setzen. ausgestattet. Also man sieht an diesem Zitat, wenn unsere Volksvertreter ihre Aufgabe darin sehen, das Volk zu entmündigen, dann sollten wir selbstbewusst genug sein, den Vorwurf des Populismus als Auszeichnung zu betrachten. Damit ist schon ganz schön viel gesagt. Zum einen, ich bin da ganz dankbar, auch an den ersten Vortrag heute anknüpfen zu können. Wir haben ja diese Überarbeitung des Textes gesehen. Ein Begriff fiel dabei nicht raus, fand ich lustig, nämlich das Volk. Das Volk ist für den Kern der derzeitigen AfD-Klientel eine ganz zentrale Kategorie und ist eng verbunden mit einer Vorstellung der Nation als eine Art biologische Artgemeinschaft und als verbunden mit dem Wunsch nach nationaler Größe und nationaler Souveränität. Das ganze Konzept nennt sich völkischer Nationalismus und dieser ist ein immer stärkerer Part der AfD-Programmatik geworden, dazu aber später mehr. Lustig ist, wie gesagt, wer vom Volk redet, meint da nicht die Bevölkerung. Es gibt ja einen schönen Streit um ein Kunstwerk im Deutschen Bundestag, wo ein Künstler das gewagt hat, die Bevölkerung in den Garten schreiben zu lassen, statt dem deutschen Volke. Und man kann raten, in welcher Zeitung wurde das massiv kritisiert, die junge Freiheit, richtig. Das nur als kleine Anekdote am Rande. Wie gesagt, worum es mir geht, ist, schon am Anfang war so eine gewisse Rechtstendenz auch personell angelegt. Ich habe hier einfach mal zahlenmäßig zusammengestellt, okay, wie sieht es bei den Wahlerfolgen aus? Also 7,1 für das Europäische Parlament. Man sieht auch, hier hat es mir etwas das Layout verrissen, aber man kann es trotzdem ja noch lesen. Es gibt da einige Umbrüche, wenn man sich die ganze Tabelle mal anschaut. Also in Bremen hat man sich schnell zerlegt. Im Europäischen Parlament, ich habe es eben schon angesprochen, stehen eigentlich nur noch 2 Personen von den 7, die eingezogen sind, für die AfD, der Rest ist mittlerweile dann Alpha. Wo mehr Stabilität und auch mehr Sitze, ist natürlich immer relational zu sehen, aber das ist natürlich auch eine Frage, mit wie vielen Personen, die sich öffentlich zu Wort melden können, hat man es dann zu tun. Da sind wir bei den Wahlen in den ostdeutschen Bundesländern wesentlich stärker aufgestellt und jeder dieser Namen ist im Moment im Grunde genommen noch prägend für die Debatte. Das heißt, etwas vereinfacht gesagt, diese Wahlerfolge im Osten waren im Endeffekt der Anfang vom Ende des Systems Lucke, weil ab da sich innerhalb der AfD eine Tendenz herausbildete, sehr, sehr viel stärker auf die Erfolgsstrategie zu setzen, mit der man dort gefahren ist in den ostdeutschen Wahlen. Das hat sich sehr stark von dem Euro-Wahlkampf abgehoben und diese Strategie war sehr stark rechtspopulistisch angesiedelt, mit einem großen Kern oder mit einer großen Betonung von Zuwanderungsskepsis, nenne ich es mal ganz vorsichtig, und Sie würden es wahrscheinlich, also die AfDler würden es wahrscheinlich auch so sagen. Man kann sich vorstellen, was damit gemeint ist. Die gesamte Streiterei um den jetzt besseren oder schlechteren Kurs, um die Abkehr von Eurokritik als zentrale Argumentationslinie, all das hat sich natürlich dann auch negativ ausgewirkt. Da ist im Grunde genommen auch der Punkt, weswegen es bei den westdeutschen Wahlen nicht mehr so gut geklappt hat. Erstens, man hatte ein Bild der Uneinigkeit abgegeben, ist bei Parteien immer schlecht. Als Sozialdemokrat weiß ich, wovon ich rede. Und zum Zweiten ist es schlicht und ergreifend so, der Westen tickte da auch anders. Das war eine Geschichte, da hätten gleiche Taktiken nicht funktioniert. Da haben wir auch tatsächlich unter den Spitzenkandidaten wieder stärker diesen Wirtschaftsflügel. Ich hätte das Ganze mal vorsichtig in 2 Phasen einer grundsätzlich sich wandelnden AfD zusammengefasst. Wir haben auf der einen Seite, das ist ja hier auch ein Vortrag unter Gewerkschaftern, diese Professorenpartei als den Aufschlag, wo es tatsächlich noch darum ging, okay, einerseits verkaufen wir uns jetzt die Partei der wirtschaftlichen Expertise und sagen zum anderen, wir sind nicht wie die anderen. Dieses Wir sind nicht wie die anderen ist eigentlich eine
klassische populistische Herangehensweise an Politik eben zu behaupten. Es gibt auf der einen Seite das Establishment und es gibt uns als die, man hört es im Namen, die Alternative. Zweitens, ganz klar wurde gesagt, okay, wir verkaufen uns als Menschen, die tatsächlich, ich habe es eben eingangs schon gesagt, das Sachwissen mitbringen. Das ist natürlich in gewissem Maße eine total vermessene Ansage, weil ich sehe da schon eine Ironie, dass Menschen, die tatsächlich dem System vorwerfen, dem, gerade dem Brüsseler System, technokratisch zu sein und von mehr oder weniger sichtbaren oder selbsterklärten Experten gesteuert sind, genau im Grunde genommen für eine starke technokratisch geprägte Politik, die von Experten gemacht werden soll, zu plädieren. Aber solche inneren Brüche kriegt die AfD relativ problemlos hin. In ganz vielen verschiedenen Punkten können wir möglicherweise noch Beispiele aufzeigen. Was Wirtschaftspolitik für die damalige AfD in erster Linie hieß, das waren A, Kritik am Euro, mehr oder weniger differenziert. Die einen wollten ganz raus aus der Euro-Geschichte. Henkel zum Beispiel sagte eher, naja, er würde das lieber auf so eine Kern-Euro-Zone beschränken. Klar war, die Menschen misstrauten dem Euro, waren verunsichert wegen der Krise und mussten darauf aufgesprungen. Zum Zweiten, man wollte eben stärker hin zu mehr Marktwirtschaft, zu weniger staatlichen Eingriffen. Das sieht man an den Forderungen, Ablehnung des Mindestlohns, weniger Staat. Damals noch Migration, ja, aber nicht in die Sozialsysteme. Ne? Also es ist uns gerne herzlich willkommen, wer Qualifizierung mitbringt, unabhängig von seiner ethnischen oder kulturellen Herkunft. Das hätte dann auch gerne, um es zu illustrieren, der Computeringenieur aus einem islamischen Land sein können. Das würden heute möglicherweise viele, gerade in den ostdeutschen Landesverbänden, so nicht mehr sagen, sondern das wäre dann das Bedrohungsszenario. Hier, das ist ein kleiner Unterschied. Diese Professorenpartei ist mittlerweile in der AfD relativ verschwunden, aufgrund dieses personellen Exodus, von dem ich gesprochen habe. Hier in Baden-Württemberg haben wir tatsächlich noch einen Vertreter als Spitzenkandidat, der dem Flügel oder zumindest ja als Aushängeschild für diesen Flügel gesehen werden soll. Jetzt habe ich mal versucht, ein bisschen die programmatischen Einflüsse, die im Moment in der AfD miteinander konkurrieren, zusammenzustellen. Ich hoffe, sieht man was oder stehe ich voll im Bild? Nee, okay. In der Mitte gibt es eigentlich drei Einflusskreise, die man in der AfD miteinander ringen sieht. Das sind zum einen, ich habe es eben schon mal oder jetzt schon angesprochen in Bezug auf die Professorenpartei vor allem, konservative Wirtschaftsliberale, die sich schlicht und ergreifend weniger Staat, vielleicht auch eine andere Form von Demokratie, die der Wirtschaft nicht so reinredet und weniger Eurokratie wünschen. Die sind ein bisschen ins Hintertreffen geraten, neben zwei anderen Gruppen, nämlich den christlich-konservativen. Da haben wir sehr, sehr viel gehört über deren Einfluss, wenn es eben um die Ausgestaltung der AfD-Familienpolitik geht. Da geht es um die Normierung von Familienbildern, um die Ablehnung von allem, was nicht irgendwie heterosexuell und fortpflanzungsorientiert, sage ich jetzt einfach mal in aller Härte, ist. Und wir haben als drittes diese nationalkonservative Richtung, von der ich eben gesprochen habe. Wenn man sich das Ganze anschaut und vergleicht mit Entwicklungen in anderen Staaten, es drängt sich zum Beispiel im Vergleich zu Amerika auf. Da haben wir erlebt, dass sich die Republikaner in den 1970ern neu erfunden haben. Und wer ist da zusammengerückt? Tatsächlich so die Christlichen aus dem Bibelgürtel in Verbindung mit den Neoliberalen, die halt eben gesagt haben, freie Wirtschaft ist produktiver als alles andere, deswegen bitte den Nachtwächterstaat. In der heutigen Tea Party findet sich das massiv wieder. Und wenn man die Tea Party ergänzt, um die Einflüsse dessen, was sozusagen eine typisch deutsche Geschichte ist, aufgrund der Nationalitätswerdung im 19. Jahrhundert und aufgrund der Tatsache, dass für einen bestimmten Teil der rechten Szene die Nazizeit tatsächlich ein Bruch war. Nämlich die Verehren deren Steigbügelhalter, die sogenannte konservative Revolution, das waren intellektuellen Zirkel, die gegen die Republik waren, die gegen Sozialdemokraten und andere polemisiert haben, weil sie halt sagten, okay, dem einen oder anderen sagt die Dolchstoßlegende was, die sich einfach eine Elitenherrschaft von konservativen Eliten für Deutschland wieder gewünscht haben. Die sagen, im Grunde genommen waren viele Sachen damals richtig und besser angelegt, was staatliche Organisation angeht. Und durch die NS-Zeit ist das diskreditiert worden, aber
Jetzt kommt das Praktische. Das waren ja Nationalsozialisten. Das war ja eine antikapitalistische linke, also aus deren Sicht linke Bewegung. Und deswegen können wir doch eigentlich zurück dorthin mit ein bisschen wirtschaftsliberaler Programmatik. Diese Melange gibt es schon im Grunde genommen seit dem Zweiten Weltkrieg. Richtig wirkungsmächtig ist sie geworden seit den 1970er Jahren, als sich in Frankreich ein paar Intellektuelle zusammenschlossen zu einer Bewegung namens Nouvelle Droite. Alain de Benoist ist da ein führender Philosoph und Leute wie der Junge Freiheit-Gründer Dieter Stein haben diese Philosophie versucht für den, für den deutschen Markt zu erschließen. Und daraus ist dann quasi das, was wir heute als die neue Rechte kennen, geworden. Alle diese kleinen blauen Kästchen drumherum sind im Grunde genommen mehr oder weniger bekannte, die meisten davon glücklicherweise relativ unbekannt, Organisationen, die in der einen oder anderen Art und Weise mit der neuen Rechten vernetzt sind. Ganz zentral die Junge Freiheit, das ist sozusagen das publizistische Flaggschiff dessen, was in dem gesamten neurechten Sektor läuft, die auch eine unheimliche Breite abdecken und deswegen sich auch nicht an Radikalisierungsprozessen beteiligen, die man in anderen Teilen dieses Spektrums beobachten kann. Wir haben eben gerade im Bereich der Maskulinisten bzw. der Anti-Gender-Bewegung die zivile Koalition. Angehängt ist da so eine Website namens Freie Weltnet, die auch versuchen, viel politisches Lobbying zu machen. Da ist Beatrix von Storch sozusagen die führende Kraft. Beliebte Interviewpartnerin in der Jungen Freiheit und so weiter und so fort. Also es hängt alles irgendwie zusammen. Wir haben aus diesem liberalen Teil eine Zeitschrift namens Eigentümlich Frei, nennt sich Libertär, ist aber nationallibertär. Also da heißt es, der deutsche Markt darf gerne frei sein, aber bitte unsere Nation, unsere Kultur zuerst. Und das bedeutet eben genau eine sehr große Distanz zu anderen, zu dem, was sie als andere Ethnien und Kulturen definieren. Die knallharten Wirtschaftslibertären haben wir dann auch in der Hayek-Gesellschaft. Da sind dann Leute eben auch drin, wie Beatrix von Storch. Und ich habe eben von einer Radikalisierung innerhalb des neurechten Spektrums gesprochen. Das können wir oben rechts beobachten, deswegen habe ich das auch da zusammengefasst. Aus der Jungen Freiheit ausgegründet wurde Anfang des neuen Jahrtausends ein Institut für Staatspolitik. Das hat noch einen Verlag angeschlossen und gibt auch eine Publikation raus. Und diese Publikation nennt sich Sezession. Und der führende Kopf, der diese Publikation herausgibt, Sezession, heißt Götz Kubitschek und ist tatsächlich einer der Redner, die wir jetzt sehen, bei Pegida, bei Legida, der auftritt, wenn der rechte Flügel der AfD sozusagen ein Sprachrohr braucht. Das ist alles ein sehr feinmaschig, manchmal sich inhaltlich näher stehendes, manchmal sich auch streitendes Spektrum, aber man kennt sich und man sieht sich. Und das ist relativ wichtig, um die spätere Entwicklung der AfD jetzt auch zu verstehen. Ich habe mal versucht, ein paar Stimmen einzufangen, die widerspiegeln, wie man sich in diesem gesamten extrem rechten Spektrum derzeit sieht. Ich muss es ein bisschen vorlesen, weil das ist jetzt dann doch kleiner geworden als gedacht. Also, wir haben Dieter Stein, der sagt, jeder parteipolitische Ansatz, der ausdrücklich von rechts käme, steht einer geschlossenen Abwehrfront gegenüber. Das klassische rechte Lager ist am Ende. Es war logisch, dass eine Alternative die Chancen haben will, die Schweigespirale zu durchbrechen, aus der Mitte der Gesellschaft kommen musste und dass Akteure auftreten werden, mit denen bis dahin keiner rechnete. Diese Lage ist jetzt da. Das ist seine Beurteilung von 2013. In der Sezession hören wir 2015, die landesweiten Proteste, die sich zunächst gegen Islamisierung formierten, haben sich inzwischen längst zu Protesten gegen das von der Realität abgewandte politisch-gesellschaftliche Establishment, seine medialen Stützen und deren linksmilitante Fußtruppen ausgeweitet. Da sieht man auch so einen kleinen Unterschied zwischen Junge Freiheit und Sezession, aber so vom Feeling her haben beide ein gutes Gefühl. Und wichtig ist mir auch die Einordnung von Pegida. Pegida ist nur eines der kleineren Ereignisse der letzten Jahre, die scheinbar immer heftiger und in kürzeren Abständen am Fundament der herrschenden Political Correctness nagt. Also ihr müsst nur auf die Buzzwords achten. Also Political Correctness in dem gesamten Spektrum, Feindbild Nummer 2 nach ethnischer Durchmischung. Als weitere Stichworte seien nur Sarrazin, Tabubruch, wenn man es aus deren Sicht sieht, Pirinci, die Hogeser und die AfD genannt.
Es gärt etwas im Lande und es ist nur eine Frage der Zeit, bis der nächste Unmutsschrei die politischen Eliten und den politischen Überbau erreichen. Das ist genau das, woran die neue Rechte seit den 80er Jahren letztendlich arbeitet. Der Versuch, über eine gesellschaftliche Stimmung, über das Errichten einer Gesellschaft, in der bestimmte sprachliche Grenzen überschritten werden, ohne dass man es merkt, durch Umdefinition von Begriffen wie konservativ. Die neue Rechte arbeitet im Endeffekt daran, dass Begriffe wie konservativ oder liberal nichts mehr mit in unserem Sinne freiheitlich, demokratisch zu tun haben oder mit bewahrend, sondern konservativ soll das Schiff für reaktionär sein und liberal im Grunde genommen nur noch für nationalliberal bzw. für die Freiheit zu hetzen. Das sind im Grunde genommen die Versuche, es nennt sich Umwertung der Werte in der Literatur, zu erzeugen. Und wie gesagt, diese Chancen sind mir jetzt gekommen. Ich habe jetzt nur mal zum Vergleich auch noch was von der NPD mitgenommen. Da steht, bei den Dresdner Montagsspaziergängen geht es aber längst nicht mehr nur um die Islamisierung unserer Heimat. Viel schwerer wiegt die arrogante Ignoranz der etablierten politischen Klasse, die offenbar noch immer nicht verstanden hat, was in Dresden gerade entsteht. Die Bürger wollen nicht länger hinnehmen, dass an ihnen vorbeiregiert wird. Also denkt an das Eingangszitat von Henkel. Wenn Populismus erlaubt ist, dann sind wir das gerne, weil es wird ja nur am Volk vorbeiregiert. Und damit sind wir bei dem, was die AfD im Moment besonders prägt. Also ich habe es ja eben schon erwähnt, im Juli kam der große Bruch. Die größten Teile der liberalen Kräfte haben die AfD verlassen. Und es bleibt zurück eigentlich ein sehr stark dominanter, national-konservativer Flügel, der inhaltlich starke Schnittmengen zur neuen Rechten aufweist. Im März hat sich dieser Flügel unterfüttert von einer patriotischen Plattform innerhalb der AfD, das ist sozusagen so eine Hardcore-Gruppierung, öffentlich gemacht durch die Veröffentlichung des sogenannten der Erfurter Resolution. Und da werden genau die Punkte angesprochen, die man eben befürchtet, würde sich der damals noch drohende Lucke-Kurs durchsetzen. Man will sich als Alternative zu den etablierten Parteien, als Bewegung, hier wieder der Begriff unseres Volkes gegen die Gesellschaftsexperimente der vergangenen Jahre, und jetzt sind wir bei den Vorträgen vor mir, Gender Mainstreaming, Multikulturalismus, Erziehungsbeliebigkeit und so fort absetzen. Und man will eine weitere Aushöhlung der Souveränität und der Identität Deutschlands verhindern. Und damit, das ist der zweite zentrale Begriff, den man kennen muss, Identität. Identität bedeutet, ist das neue Schiffre für Völkischkeit, für die Bewahrung des angeblich geschlossen in Reinform existierenden Kulturschatzes, der über Generationen weitergegeben wird, letztendlich durch Familienbande. Was unterm Strich heißt, dass man so weit nicht weg ist von dem Biologismus, den man auch unter den Nazis hatte. Man verkauft es nur anders. Das Ganze, der Begriff wird euch vielleicht auch schon untergekommen sein, nennt sich Ethnopluralismus. Und das heißt, man sagt, okay, mit der Nazi-Ideologie, dass wir vererben sozusagen unser Ahnenerbe, damit kommen wir in der Breite der Gesellschaft nicht an. Aber lasst es uns doch anders versuchen. Lasst uns doch sagen, Kulturen sind das Prägende und seiner Kultur entkommt man nicht. Jeder wird sozialisiert und erzogen. Und jede dieser Kulturen hat letztendlich ein Existenzrecht. Nur durch Mischung ist nicht gut. Das heißt, das Fremde ist uns herzlich willkommen in der Fremde. Und also so hat das die NPD auf einer Schulhof-CD formuliert, aber es ist im Grunde genommen die ethnopluralistische Verbrämung dessen, was ich eben geschildert habe. Ganz unten, last but not least, die AfD soll die Partei sein, die den Mut zum wirklich freien Wort hat. Ich habe die Sarrazin-Debatte erwähnt. Hier ist das wirklich freie Wort Chiffre für, eigentlich sollte es straffrei erlaubt sein, gegen gesellschaftlich Schwächere alles zu sagen. Ich glaube, es gäbe auch Menschen innerhalb der AfD, die da die Holocaust-Leugnung drunter zählen würden. Das wäre jetzt nicht mehrheitsfähig, glaube ich nicht, aber ich denke, gerade im Flügel um Höcke herum würde das als Ausweis von Meinungsfreiheit gesehen werden. Auch
hier wieder viel Text, das lese ich nicht alles vor. Das ist nur nochmal ein kleiner Beleg, dass das auch alles aktuell noch diskutiert wird. Das hier ist vom 18. November, da haben sich Gauland, der als auch als Rechtsaußen gelten darf, aber Höcke da nur knapp hinter nachsteht, nochmal zu Wort gemeldet und sozusagen ihre zentralen Punkte gesetzt. Ne? Unser Staat, unsere Nation ist kein Zufallsprodukt, es ist das Werk vieler Generationen. Damit ist schon klar, ne? Wer jetzt dazukommt und noch nicht seit Generationen mit dabei ist, ist eigentlich draußen. Von den Gesellschaftsexperimenten hatten wir es eben massiv. Nur Ideologen glauben, dass Gesellschaft ohne Familie funktionieren kann und dass jeder zu einem Deutschen wird, sobald er die Landesgrenze überschritten hat. Das ist übrigens nebenher auch so ein klassischer rechtspopulistischer Müll. Also es gibt einfach viele Sachen, die, glaube ich, aufgrund ihrer Rhetorik mit donnerndem Applaus irgendwie beantwortet würden. Aber das ist dieses klassische, wir bauen uns einen Pappkameraden auf und verprügeln ihn dann erstmal. Also schön, Höcke kann das wirklich wunderbar, ist tatsächlich leider Gottes ein einigermaßen fähiger Demagoge, mit dem Satz, ein Volk, das nur noch Mahnmale baut und keine Denkmäler mehr, hat keine Zukunft. Also wir diskutieren jetzt in Berlin schon eigentlich seit Jahren, wie wir Denkmäler ausgestalten. Ist sachlich totaler Quatsch. Aber es greift bei den Leuten. Es greift bei den Leuten und es sorgt dafür, dass diese das Gefühl haben, ja, immer die Vergangenheitskeule und nein. Und das sind Sachen, da bin ich jetzt bei dem Punkt, was kann man tun? Man muss sowas entzaubern können. Man muss den Leuten genau zuhören und sagen, kannst du mal konkretisieren, was du meinst? Das ist schlicht und ergreifend, sehr, sehr schnell wird das höchst fragwürdig, aber aufs Erste gehen die Leute drüber weg und fühlen sich verstanden und aufgenommen. Das ist ein Problem bei funktionierendem Populismus. Genau, die Lügenpresse wird abgefeiert, Heimat muss als Heimat unserer Kinder erhalten bleiben. Wir sind sehr eng bei, wenn wir als besorgte Mütter dann die Flüchtlinge aus unserer Nachbarschaft haben wollen, haben wir jedes Recht dazu. Also aus der AfD gab es ja auch, ich glaube aus dem Landesverband Sachsen-Anhalt, das Statement ja von einem stellvertretenden Landesvorsitzenden, mit den Flüchtlingen würde man sich nicht nur Religionskriege, sondern auch alle Arten von Krankheiten ins Land holen. Also das ist die Denke, die dahinter steht. Also ich wollte nur sagen, wir reden hier nicht von AfD-Historie, sondern von AfD-Gegenwart. Das war mir einfach wichtig, da die Aktualität drin zu haben. So, ich habe gesagt, ich werde nicht viel sagen zu Themen, die mit Definitionen zu tun haben. Trotzdem wollte ich ein bisschen sagen, wenn wir uns Populismus angucken, müssen wir schon mal drüber nachdenken, was es eigentlich heißt. So ähnlich wie mit dem Kapitalismus, so ganz ohne, ganz aus dem Bauch raus sollte man damit nicht umgehen. Wie immer, so eine richtig einheitliche Definition gibt es nicht, aber ich würde folgenden Punkt als zentral für das Populistische am Populismus definieren. Es gibt ein Ungleichheitsdenken, es gibt eine Elitenverachtung, die sich eben durch dieses Wir hier unten, die da oben, irgendjemand hat sich von uns entfernt und damit es wieder gut wird, muss man auf die Gruppe, zu der man selber gehört, hören. Das Zweite ist, was sehr, sehr gerne von Populisten gemacht wird, es wird der gesunde Menschenverstand für sich in Anspruch genommen. Also die Eliten haben doch alle keine Ahnung, die Journalisten lügen, weil sie gekauft sind von denen da oben. Die Professoren, die haben irgendwelche komischen Professuren, im schlimmsten Fall auch noch irgendwas mit Gender und da gibt man ja so viel Geld für aus, die wissen aber auch nichts, das ist alles gar keine Theorie, also das ist natürlich sinnlos, aber trotzdem so wird argumentiert und letzten Endes sind das alles diese berühmten Zirkelschlüsse, was nicht sein kann, darf nicht sein und deswegen kann man das einfach ignorieren, wenn es gegenläufige Meinungen gibt. Was macht das Recht im Rechtspopulismus aus? Meine Definition oder die Definition, die mehrere Leute haben, aber der ich mich da anschließen möchte, ist, rechtes Denken unterscheidet sich von linkem Denken, hauptsächlich dadurch, dass es sehr, sehr viel stärker die Rolle von Ungleichheit in der Gesellschaft betont. Linkes Denken tendiert dazu, Gleichheit herstellen zu wollen. Rechtes Denken dient dazu, Ungleichheit begründen zu wollen. Und wo dieses Denken übergeht in ein Denken von der reinen Betrachtung von Ungleichheit zur Ungleichwertigkeit, da nimmt das Ganze die Kurve Richtung Radikalismus. Und wenn es dann noch anfängt, sagen wir mal, die
Konstanten des Gemeinwesens anzugreifen, da wäre dann die Schwelle zum Extremismus überschritten. Das ist nur, damit klar ist, wovon ich da rede an der Stelle. Andere würden das gänzlich anders sehen, also namhafte Dresdner Professoren, die mit der Extremismustheorie arbeiten, wären da vielleicht nicht meiner Ansicht, aber das ist das, wovon ich ausgehe. Das tut man mit dieser Art von Populismus, die sozusagen versucht, das eigene zu bewahren, indem man halt sich selbst als Eigengruppe definiert und andere auszugrenzen, indem man gesellschaftlichen Druck nach unten weitergibt und gleichzeitig die Verantwortung dafür an ein nicht näher benanntes oder zumindest nur konstruiertes Oben abzutreten. Das funktioniert schon. Das sehen wir tatsächlich an den Umfragewerten für die AfD, die im Moment noch umgehen. Diese AfD jetzt drittstärkste Kraftmeldung, die wir in den letzten Tagen gehört haben, da muss man dazu wissen, dass der Mensch, der sie rausgegeben hat, ein Hermann Binkert, tatsächlich auch Berater der AfD ist in dem Beruf. Also ich kann das nicht ausschließen, dass das stimmt, aber die Naivität, mit der diese Zahl kolportiert wird von namhaften Medien, finde ich persönlich eher enttäuschend. Also das sollte man auf jeden Fall wissen. Der ist, wie viele aus der AfD, auch ein ehemaliger CDUler, was jetzt kein Vorwurf an die CDU sein soll, das ist nur, der hat einen gemeinsamen Weg, das ist das, worauf ich raus will, mit vielen Leuten, die sich dort im Moment umtun. Und ich glaube, das war nicht zwingend gänzlich ohne Gefälligkeit, das so mitzuverbreiten. Pegida, ich habe das vorher auf einer Folie auch schon angesprochen gehabt, ist natürlich ein Phänomen, das diese ganze Entwicklung in der AfD begleitet, das auch innerhalb der neuen Rechten für viel Streit gesorgt hat, weil man sich dort darüber unterhalten hat. Wie kann man das kanalisieren, was da entsteht? Tatsächlich, Pegida ist ja im Grunde genommen ein Phänomen, das eigentlich hauptsächlich in Dresden funktioniert. Also da hatte man im vergangenen Mai dann mal fast 20.000 oder rund 20.000 auf der Straße. Im Dezember des vergangenen Jahres mindestens 10.000 und in der Größenordnung wird das jetzt erstmal bleiben, beziehungsweise sich auch nochmal steigern, je nachdem, wie die Lage sich entwickelt. Aber das ist nicht was, was in ganz Deutschland 1:1 funktioniert. Trotzdem, die Diskussion, der mediale Einschlag, den das hatte, die Tatsache, dass ganz Deutschland sehr, sehr viel darüber gesprochen hat, tragen dann nur normale Bürger ihre Ängste auf die Straße oder ist das Rechtsunterwandern, das hat dem Ganzen eine Reichweite gegeben, die es für das, ich nenne es mal, das alltägliche Politikgefühl wesentlich bedeutsamer gemacht hat als die reinen Zahlen. Es gab eben in der Dimension keine Kundgebung gegen Zuwanderung und gegen das Zusammenleben von Religionen, die diese Reichweite entwickelt haben. Tatsache ist auch bei der ganzen Betrachtung, Rechtspopulismus kann auf ein Potenzial der Bevölkerung zurückgreifen. Das ist nicht irrelevant von der Größe. Darauf gehe ich jetzt gleich mal ein. Ich werde mich da nicht im Detail verstricken, aber ich möchte trotzdem zwei Studien, die sind, was das Datenmaterial angeht, heute auch schon angesprochen worden. Nämlich die Mitte-Studien von der Universität Leipzig und die damit verknüpften Studien einer Forschergruppe um Andreas Zick. Diese Mitte-Studien erfassen seit 2002 im zweijährigen Rhythmus im Grunde genommen die Entwicklung von Einstellungsmustern, die man zur Messung von Rechtsextremismus verwendet in den Sozialwissenschaften. Nicht jeder, der eines dieser Einstellungsmuster aufweist, würde da als Rechtsextremist gesehen. So eine Diskussion hatten wir eben auch. Es geht um das Zusammenspiel, wo sozusagen diese sechs Dimensionen, die da gemessen werden, zusammenkommen. Da hätte man dann Menschen, die ein ziemlich geschlossenes rechtsextremes Weltbild haben. Die Dimensionen sind, es wird eine rechtsextreme oder rechtsautoritäre Diktatur befürwortet. Man äußert sich herablassend über andere Nationen und erhöht sozusagen die Eigengruppe in chauvinistischer Art und Weise. Man ist ausländerfeindlich, man ist antisemitisch eingestellt. Es gibt sozialdarwinistische Denkmuster, die eben sozusagen es richtig finden, wenn der Gesellschaft sich der Stärkere durchsetzt und auf Minderheiten nicht so viel Rücksicht genommen werden muss. Und das ist eine Sache, die sozusagen den Nazi vom normalen Rechtsextremisten meiner Meinung nach unterscheidet. Die NS-Zeit wird bei den einen noch glorifiziert oder geleugnet und bei den anderen spielt das eigentlich keine große Rolle. Man kann meiner Meinung nach sehr gut Rechtsextremist sein, ohne im engeren Sinne Nazi zu sein. Da geht es aber dann um Begrifflichkeiten. Es ist auch eine klassische Art von Rechtsradikalen aus diesem ganzen Spektrum zu sagen, ja, wieso mit Hitler habe ich nichts am Hut? Ich bin nur gegen Ausländer. Das ist in keiner Form besser. Ich sage immer, es ist vernünftig, differenziert darüber zu diskutieren.
Man kann aber durchaus auch verständlicherweise die Meinung vertreten, mit zu viel Differenzierung spielt man nur das Spiel der anderen mit. Das ist sicherlich auch ein Punkt für die Diskussion. Genau. Wichtig an dieser Studie ist die eigentliche Kernthese, dass Rechtsextremismus eben nichts ist, was nur an den äußeren Rändern von der Gesellschaft vorkommt. Dass es da nur auf der einen Seite den NSU gibt und die RAF auf der anderen Seite gab. Sondern dass Extremismus mit diesen Einstellungsmustern, die man halt überall vorfindet, in Parteien, bei Sozialdemokraten, der Union, auch in Gewerkschaften, überall dort findet man diese Muster und die Frage ist schlicht und ergreifend, wann werden sie wirkmächtig und wann nicht. Analog dazu gibt es eine Studie, die in Bielefeld, die Forschungsgruppe um Professor Heidmeier regulär erstellt wurde. Das wurde jetzt sozusagen in Übereinstimmung gebracht mit dem, was die Mittelstudien ermittelt haben. Da hat man eben festgestellt, okay, es gibt so ein Muster, das nennt sich gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit und das funktioniert darüber, dass eine Bereitschaft zur Abwertung von anderen in Gesellschaften existiert. Und das spannende Ergebnis in Bezug auf das, was wir mit dem AfD-Publikum beobachten, ist, diese Forschergruppe hat festgestellt, es gibt einen Zusammenhang zwischen gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit und der Vorstellung, dass erstens eine Demokratie irgendwie nicht richtig funktioniert und sinnentleert ist und, auch das relativ klar, diese Übermacht von Europa und gleichzeitig hängen diese Menschen so einem ganz schwierigen Leistungsverständnis an, nämlich solange freie Wirtschaft ist gut, solange es mir gut geht, genau deswegen identifizieren sie sich sehr, sehr stark mit der erfolgreichen deutschen Wirtschaft, an der sie in der Regel auch teilhaben. Wir hatten es eben gehört, ne? Also der AfD-Wähler ist 45, Arbeiter oder Angestellter, verdient in der Regel überdurchschnittlich gut, findet Europa irgendwie ein bisschen doof und ist gleichzeitig durchaus schnell dabei, bestimmte Gruppen, die in der Gesellschaft sich besser integrieren können oder die in der Gesellschaft besser zu integrieren wären, die würde er gerne gezielt ausgrenzen. Und da hat man sozusagen praktisch das Potenzial auf dem Tisch, das abgeschöpft werden könnte. Schauen wir uns das jetzt mal an. Vorher noch ein ganz kurzer Blick. Bildung hilft dabei, niedrigere Werte zu messen. Also man sieht zum Beispiel, ne, Ausländerfeindlichkeit hängt davon ab, ob oder es wird dadurch beeinflusst, ob Menschen Abitur haben oder nicht. Ich gebe an dieser Stelle zu bedenken, also ich halte Bildung für einen wichtigen Weg, um Rechtsextremismus und rechtsradikalen Einstellungen entgegenzuwirken. Es ist aber auch so, dass Menschen mit einer höheren formalen Bildung eher dazu tendieren, zu wissen, was von ihnen an Antworten erwartet wird, wenn sie sowas gefragt werden. Das nennt sich soziale Erwünschtheit. Man sollte das immer mitdenken, wenn man sich solche Zahlen ansieht. Und erfreulich ist, da kommen wir jetzt gleich drauf, im Grunde genommen ist der Anteil derjenigen, bei denen man ein geschlossen rechtsextremes Weltbild messen konnte, zurückgegangen. Auch die Graphen dazu sehen eigentlich ganz schön aus. Also hier sieht man, ne, es gab 2012 noch einen totalen Peak in Ostdeutschland vor allem, ist jetzt alles wieder hier abgesunken auf 5%, etwas mehr in Ostdeutschland, also 5,2% West, 7,4% Ost im Schnitt, weil die Bevölkerung unterschiedlich verteilt ist, 5,6%. Auch die Einstellungen, die dahinter stehen, haben sich im Grunde genommen, ich sag's mal, zum Positiven entwickelt, und zwar rapide bei den Messungen. Das könnte jetzt eine schöne Botschaft sein, ist es vielleicht auch, aber es gibt ein Problem. Und das zeige ich jetzt. Nämlich die Abwertung von in Anführungszeichen Fremdgruppen hat sich verschoben. Wenn man speziell nach Muslimen fragt oder nach Sinti und Roma, kommen sehr viel höhere Werte raus. Und das muss man sich halt mal zu Gemüte führen. Muslimen sollte die Zuwanderung nach Deutschland untersagt werden, 36,6%. Ich hätte ein Problem damit, wenn sich Sinti und Roma in meiner Gegend aufhalten, 55,4%. Ich wähle jetzt nur mal diese beiden aus. Das ist hier der Natur nach von Sozialforschung so, dass sich manche dieser Fragen ähneln, damit man sozusagen da so ein Gesamtbild bekommt und sich Leute zum Beispiel, dass man merkt, wenn sich Leute da widersprechen mit der Art, wie sie solche Fragen beantworten. Aber die Werte sprechen schon eine Sprache für sich.
76% lehnen ab, bei der Prüfung von Asylanträgen sollte der Staat großzügig sein. Das ist ein relativ softes Item, heißt das, also eine relativ weiche Fragestellung, wo dann der eine oder andere doch noch sagen würde, ja, aber nicht zu großzügig. Aber da ist es dann einfach schon eine massiv hohe Zahl von Leuten, die dem sehr skeptisch gegenüber eingestellt sind, und die können eben abgeholt werden. Gut. Wie sieht es jetzt aus? Ich versuche mal, so ein Gesamtbild zu geben, weil ich ja sagte, ich kann nicht in die Zukunft gucken, was die AfD angeht. Ich mache einfach mal ein paar Szenarien auf und identifiziere ein paar Faktoren, die dazu beitragen könnten, dass es sich erledigt, das Problem am rechten Rand, oder zumindest, dass es sich bessert, und ein paar Faktoren, die es verschlimmern könnten. Ich mache das hier einfach mal der Zeit halber auf. Ich habe folgende Punkte identifiziert. Tendenziell in die Karten der Rechten spielen, wenn die ökonomischen Lebenswirklichkeiten der Menschen, du hast das Systemproblem angesprochen, was Kapitalismus angeht, wenn das weiter auseinanderdriftet, wenn oft damit einhergehend weiterhin starke Entfremdung anhält zwischen Politik, Medien und Zivilgesellschaft, Stichwort der Glauben an die Lügenpresse und der Nichtglauben, dass daran, was irgendein Politiker einer demokratischen Partei sagt, irgendwie Substanz haben könnte. Und das anhaltende politische Vakuum im demokratischen Spektrum rechts der Union. Wenn die Union da verbleibt, wo sie sich im Moment positioniert, wird dieser Raum frei bleiben. Und ich fürchte, dass er genutzt werden könnte. In Deutschland, der Grund, warum rechtspopulistische Bewegungen es so schwer hatten, ist auf der rechten Seite genannt. Es gibt historisch hier einfach starke Widerstände gegen die politisch organisierte Rechte. Das wirkt nach, und da auch in den Reihen der AfD, zumal da auch aus anderen Parteien viel Personal nachgeströmt ist, das ideologisch eindeutig in der ganz rechten Ecke zu verorten ist. Es wird da immer wieder Übergriffe geben, die auch als Tabubrüche wahrgenommen werden, und vor dem Hintergrund kann es durchaus sein, dass sich die AfD da weiter ins Abseits stellt, als sie derzeit steht. Ich habe es gesagt, personelle Schwäche, die Spaltung, dass der AfD der liberale Aspekt weitgehend weggebrochen ist, ist eine Schwächung, weil es auch ihr gesellschaftliches Standing nach rechts verschiebt. Man wird sehen müssen, ob das durch verstärkten Populismus ausgeglichen werden kann. Und es gibt nach wie vor, und das geht an uns alle hier in Deutschland, doch recht aktive Zivilgesellschaft, die aber lernen muss, besser mit dieser Nuancierung Rechtspopulisten enttarnen, umgehen lernen muss. Daraus leiten sich dann auch die zwei Szenarien ab, die ich hier grob geschildert habe. Also entweder zerfällt die politische Öffentlichkeit weiter, wenn wir Pech haben, entpuppt sich ein Lucke oder ein Höcke als tatsächlich charismatisch. Das ist nämlich was den Rechten leider oder zum Glück oft fehlte. Und wenn die Entsolidarisierung der Gesellschaft weiter anhält, das kein gutes Licht auf die mögliche Zukunft. Wenn es gelingt, das umzudrehen in aller Kürze, dann haben wir gute Chancen, dass sich auch dieser Versuch, rechtspopulistische Parteien in Deutschland zu etablieren, zerschlägt. Ich sehe drei Szenarien, damit würde ich dann noch in die Diskussion gehen. Erstens, am unwahrscheinlichsten, manche Politologen sehen das kommen, ist, dass die AfD sich nicht im Bund etabliert, sondern zu einer ostdeutschen Regionalpartei wird. Quasi eine erfolgreichere NPD-Light, die nicht so stark mit ihrer offensichtlichen Verfassungsfeindlichkeit zu kämpfen hat. Die mir politisch angenehmste Variante, die ich aber im Moment nicht sehe, ist, dass das passiert, was mit allen rechten Bewegungen bislang passiert ist aus diesem Segment in Deutschland, dass sie sich personell so weit zerstreitet, dass sie nicht mehr organisationsfähig ist und damit nach einzelnen Wahlerfolgen, siehe Schildpartei, die hatten fast 20% in Hamburg und waren dann aber weg, die dann sozusagen als Eintagsfliegen wieder verschwinden. Meine gefühlte Prognose ist, dass es tatsächlich zumindest mittelfristig gelingen wird, in den Bundestag einzuziehen bei der nächsten Wahl, solange sich die Situation in puncto Flüchtlinge weiter so verhält. Denn das ist ein wahnsinniges Rekrutierungspotenzial, das andere Themen, die vielleicht gar nicht so breitenwirksam sind, mehr oder weniger unter sich begräbt. Und angesichts einer Union, die dann mit sich selber um eine Positionierung ringt, erscheint mir das wahrscheinlichste Szenario. Deswegen, ich stelle mich auch als Bundestagsmitarbeiter darauf ein, in der kommenden Legislaturperiode, so ich noch im gleichen Beruf bin, verstärkt mich mit AfD im Bundestag auseinandersetzen zu müssen.
Das mal soweit von mir als Aufschlag. Gehen wir in die Diskussion. Vielen Dank.